Hallo. Was wir heute machen, ist die amerikanische Flagge. Also wenn ich die Kamera jetzt mal schnell hingerichtet habe. Oh, dieses Ding. Also die amerikanische Flagge, die 51 Sterne können wir nicht so ganz zeichnen. Aber, ja, ich denke, es passt, ja. Ich denke, ihr könnt die Hände sehen. Aber wir werden es natürlich versuchen. Die Lacke, die wir brauchen, ist in Essence Topcoat, also meiner ist von Essence. Ihr braucht auf jeden Fall Basecoat und Topcoat. Und dann braucht ihr eine deckende Rot und eine deckende Blau und einen Tipp-Painter. Es ist ganz wichtig, dass ihr dafür einen Tipp-Painter nimmt, sonst geht das gar nicht. So, das ist jetzt mein Tipp-Painter. Also zur Info. Da sind neue Lacke mit einem ganz dünnen Pinsel und deswegen lassen sie sich sehr gut aufteilen. So, als erstmal den Basecoat und danach nehmen wir uns die blaue Ecke der Flagge vor. Vielleicht legt ihr euch einfach mal eine Vorlage hin, dann geht das Ganze leichter. So. Ich mach das jetzt mit dem Zeigefinger. Und zwar ist die Flagge dann eben so rum. Deswegen machen wir das rechts obere Eck. Machen wir blau. Möglichst gerade. Und deckend. So. Das ist jetzt hier die blaue Ecke. Ist tatsächlich nur eine Ecke. Ungefähr bis zu einem Dreiviertel geht das. Ja, oder bis zur Hälfte. Okay. Und das hier ist jetzt Rimmel London und die Farbe ist 809 Bloom Your Way. Der trocknet tatsächlich in 60 Sekunden. So, das ist jetzt die Blau. Ich denke, jeder kennt eine amerikanische Flagge und kann sich in etwa vorstellen, wie es aussehen sollte. Aber zur Sicherheit benutzt ihr eben eine Vorlage. So, dann lasst ihr das trocknen. Ihr müsst es gut trocknen lassen, damit da nichts mehr verschmiert danach. So, also wir können natürlich keine 51 Sterne machen, aber ein paar Punkte tut's auch. Jetzt fangen wir mal mit der Rot an. Und mit der Rot füllt ihr dann den ganzen Rest auf, weil wir die Streifen ja noch extra machen. Ihr müsst da aufpassen, dass ihr nicht über den Rand rauskommt, weil es sonst komisch aussieht. Und wenn die Blau noch nicht ganz trocken ist, dann macht ihr das am besten vorsichtiger als sonst. Und schön in die Ecken rein. Okay. Das ist jetzt ein bisschen daneben gegangen, aber ist auch nicht der perfekte Lack, den ich hier habe. So, so sieht es erstmal aus. Also das ist der Grundlack. Und das lasst ihr dann trocknen und danach brauchen wir unseren Tipp-Painter. Und jetzt benutzen wir den Tipp-Painter. Wenn er aufgeht. Also der ist mir ein bisschen ausgelaufen, deswegen ist jetzt nicht mehr so viel drin, aber es wird schon reichen. Ihr streift alles ganz dünne ab. Und jetzt fangen wir erstmal an, Sterne zu machen. Das sind natürlich keine richtigen Sterne, sondern ihr macht da so kleine Pünktchen. Und möglichst viele sollten ja 51 sein. Oder 52. Okay. Und wenn ihr das dann habt, dann fangt ihr an. Mit den Streifen. Erstens lasst ihr ein bisschen rot. Und dann kommt der erste weiße. Und wieder einen halben Zentimeter Abstand. Oder so, ja, 3 bis 4 Millimeter ungefähr. Und immer schön durchziehen. Es sollen natürlich nicht so viele sein, weil so viel Streifen bekommt man ja nicht auf den Nagel. So, und das ist jetzt unser Amerika-Style. Wenn es euch gefällt, dann schreibt mir doch einfach, schreibt uns, mir und Vanessa,
wie ihr es gemacht habt, wie es bei euch geklappt hat, ob schwierig ist. Und das ist der fertige Style. So sieht's aus. Okay, abonniert, kommentiert, viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.